Das ist ganz, ganz schlecht, weil uns kann da draußen natürlich immer noch was begegnen. Und es war ja wieder so typisch echt, oder? Dass unser Schwert genau in diesem Moment kaputt gehen muss. Das war ja wieder so klar, das war typisch ich. Na gut, den Pfeil können wir auch erstmal hier lassen, weil mit einem Pfeil allein kommen wir nicht weit. Einen Bogen haben wir auch noch nicht. Und ich hoffe, dass wir da draußen jetzt erstmal keinen Creeper oder sowas sehen. Dann müssen wir jetzt. Kühe haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Die geben ja auch Fleisch. Die könnten wir ja auch mal so um die Ecke bringen. Warum ist denn der Ton jetzt schon wieder so doof? War doch die ganze Zeit nicht. So, hier sieht es aber erstmal gut aus. So, vom Viehzeug her. Dann mache ich mal Folgendes, und zwar starte ich, glaube ich, Minecraft noch mal neu in der Hoffnung, dass sich der Ton dann wieder beruhigt. Ja, das mache ich mal. So, da sind wir wieder. Hallo, was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich fürchte, es ist noch nicht besser geworden. Also, was ich tun wollte, bevor wir uns. Ich glaube, es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, jetzt hackt es auch noch dazu. Ist ja heute wieder ein super Tag. Echt. Ist ja unglaublich. Ich bin begeistert. 13 haben wir. Dann wollen wir die mal in den Ofen stecken. Und warten. Nüptüdel. Dass diese Herzchen da so zittern, das beunruhigt mich ja schon. Ich hoffe, ich finde hier nicht gleich die nächste Höhle. Das war's mit der Spitzhacke. Ach Manu, das macht doch so keinen Spaß mit dem Ton. Mir ist ja aufgefallen, wenn ich mir die Folgen angeschaut habe hinterher und ich immer gemeckert habe mit, oh, und der Ton und das ist ja so ätzend und so laut und oh, das kann man sich ja gar nicht anhören. Das war in der Aufnahme, also in der Folge dann letztendlich gar nicht so schlimm, wie ich das hier so laut und ätzend auf dem Ohr hatte. Dadurch, dass ich ja Kopfhörer auf habe, hört sich das ja wenigstens noch dreimal so laut an. Okay, ich gebe zu, bei den Folgen habe ich dann manchmal den Ton nachträglich noch ein bisschen korrigiert und leiser gemacht, damit euch das beim Anschauen und Anhören nicht so nervt. Aber dadurch, dass ich Kopfhörer aufhabe, da ist das extrem laut und ätzend. So, das reicht uns erstmal für die Schere. Die wollten wir pflanzen, die Saplings. Und weil wir nicht wissen, was uns unterwegs passiert, lassen wir das natürlich hier, denn ja, mit 1,5 Herzen kommen wir ja nun nicht so weit. Was kann man denn noch alles essen? Man kann Fleisch essen, dazu muss man Tiere umbringen. Wir könnten Brot backen, dafür brauchen wir Weizen, den wir momentan auch nicht haben. Mensch, die Tür ist doch schon längst zu. Na Mensch, es wird doch langsam. Aber sehr langsam. Ich habe die doch gleichzeitig gepflanzt. Warum wachsen die denn so unregelmäßig? Ich habe überlegt, zumindest noch diese Aufnahme hier zu Ende zu machen, aber
Der Ton ist ja sogar so extrem, wenn ich laufe, von daher. Von daher, nö. So. Also bis gleich in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es ist besser. Ich hoffe, es hat funktioniert. Es hat geholfen. Hört sich doch gut an. Na bitte. Und haben wir jetzt so lange rumgetrödelt, bis es wieder dunkel wird? Ja, fast. Na, ganz toll. Mann, wir kommen hier aber auch zu nichts. Immer ist irgendwas, habe ich das Gefühl. Die packen wir mal dahin, damit ich da so schneller hin und her komme. Hehehe. Es tut mir so leid, ich brauche dein Fleisch. Dein Fleisch, das du mir nicht gönnst, offensichtlich. Na, immerhin. Komm du auch noch. Hallo, was ist denn hier los? Könnt ihr vielleicht mal lieb zu mir sein? Bin immer so eine Nette, ja? Ich wollte eigentlich wenigstens noch zwei Schweine übrig lassen, damit wir uns die dann zum Züchten lassen können. Aber offensichtlich sei es mir nicht gegönnt. So, drei Stücken Fleisch. Okay. Reicht zumindest erstmal, um unseren Balken da voll zu kriegen, damit wir dann überhaupt wieder regenerieren. So, und ansonsten. Na? Ja, du schenkst mir auch dein Fell. Auch da hinten, der Berg ist ja auch toll. Also die beiden da, meine ich, die beiden. Ach, guck mal, hier sind Seerosenblätter. Sieht ja schon nett aus. Der ist ja Hammer, der Berg. Ja, Platsch. Sieht ja schon Hammer aus. Ist ja unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass die Karte hier so schön ist. Na gut, wir haben uns ja ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich irgendwas angeguckt. Das Eisen. Aber ich glaube, das wäre jetzt gerade nicht so die tolle Idee, wenn wir uns da in unserer Situation noch mehr Eisen hier irgendwo runterplumpsen lassen. Hier sind aber eine Menge schwarze Schafe, oder? Generell viele Schafe. Da ist Kohle im Berg, da ist Kohle im Berg, da ist Kohle im Berg, da sind Schafe im Berg. Hier sind Löcher im Berg. Hier habe ich Bäume gepflanzt, die leider nicht wachsen, warum auch immer. Und wir marschieren jetzt erstmal geradewegs und direkt nach Hause, um ein bisschen Fleisch auf den Grill zu hauen. Und uns dann voll zu futtern, damit es uns wieder gut geht. Und dann schauen wir weiter. Lohnt sich jetzt bei drei Fleisch nicht wirklich, aber wir haben da momentan gerade nicht so die Auswahl. Warum habe ich denn die eigentlich nicht gepflanzt? Muss ich das jetzt verstehen? Warum habe ich die nicht gepflanzt? Habe ich die vielleicht später dazu bekommen? Wahrscheinlich. Köstlich. Fantastisch. So, das behalten wir mal in der Tasche.
Man kann ja nie wissen. Die packen wir aus. Da kommt wieder die Spitzhacke hin. Dann können wir uns gleich mal... Ach nein. Zwei brauchen wir ja. Ein etwas stabileres Schwert machen. Huch, habe ich die fallen lassen. So, und jetzt lass mich raten. Hey, die Herzchen generieren, regenerieren. Warum sage ich immer generieren? Regenerieren, es ist Nacht draußen. Dunkel draußen. Das habe ich mir gedacht. Und die Herzchen zittern nicht mehr. Ach, ist das schön. Ein neuer Tag. Neuer Tag, neues Glück. Sieht immer noch dunkel aus, weil wir so viel Erde hier vorhaben. Erde, das ist das Stichwort. Wir wollten uns Erde besorgen. Wo ist denn der zweite? Ist hier zu, ist doch noch irgendwo. Da ist der zweite. Und wo war der dritte? Hier war doch gerade noch ein... Das ist ja unglaublich. Das war ja ein Rudel Creeper. Und wie das hier aussieht. Und Gott sei Dank, sage ich nur, haben wir gerade was gegessen und unsere Herzchen voll gehabt. Sonst hätten wir das wohl nicht so ganz überstanden. Das sieht ja aus wie im Krieg. Was für ein Schlachtfeld. Müssen die immer so eine Unordnung hinterlassen? Aber ich sagte ja gerade, wir wollten uns Erde besorgen. Und zwar Erde besorgen, um hier aufzuräumen und dieses Chaos zu beseitigen, was uns die Herren hier freundlicherweise hinterlassen haben. Das ist ja unfassbar. Die haben doch auf uns gewartet. Jetzt mal ganz ehrlich, drei Creeper vor unserer Haustür, die müssen auf uns gewartet haben. Dabei habe ich nicht mal ein Namensschild am Haus, ja? Die können gar nicht wissen, dass ich hier wohne. Dann, ja, Kinders, wir haben viel zu tun, würde ich sagen. Dann ran an die Arbeit. Es war ja ein richtiges Empfangskomitee, sagt man. Unglaublich. Aber die sieht man auch immer so schlecht, weil die so schön grün sind und sich so schön der Natur anpassen und in die Landschaft eingliedern. Das finde ich schwierig. Die könnten ja ruhig pink oder lila sein oder rot, so als Signalfarbe. Gleich so zur Warnung. Hey, hey, hier ist ein Creeper. Und, na gut, ich muss ja dazu sagen, früher hätte man so einen Creeper auch einen alleine schon nicht überlebt, wenn der vor einem, neben einem, hinter einem in die Luft gegangen ist. Dann war man zwangsweise mit tot. Das ist ja der Vorteil, dass die nicht mehr in dem Umfang explodieren, wie sie es früher mal getan haben. Dass man also so eine Explosion durchaus überlebt, wie wir es ja getan haben und sogar zwei Explosionen hintereinander überlebt haben. Das haben sie ja verbessert. Im Gegenzug dafür sind Creeper früher halt einzeln aufgetaucht, waren so typische Einzelgänger, die haben ihr eigenes Ding durchgezogen und in einer Gruppe haben die sich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und das ist ja jetzt so, das sieht aus. Und dafür, dass sie halt nicht mehr so heftig explodieren, tauchen sie jetzt aber in Gruppen auf.